Hey du, welche Transportmittel gefallen dir? Schnell, kräftig oder groß? Mir persönlich gefallen mehr die schnellen. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern das Thema ist Transportmittel früher und heute. Natürlich sind die Transportmittel von heute besser als von früher, aber sind sie auch so gut für die Umwelt? Nein, im Gegenteil, sie sind sehr schlecht für die Umwelt. Autos, Flugzeuge, Lastwagen. Alles, was Benzin braucht, ist schädlich für die Umwelt, weil das CO2 auslöst. Vor allem Flugzeuge lösen jede Menge von CO2 aus. Das CO2 ist schädlich, weil es verdickert die Erdatmosphäre. Das ist dann nicht mehr gut, weil die Sonnenstrahlen in die Erde eindringen, aber dann nicht mehr raus können wegen der dicken Atmosphäre. Das heißt, die Erde wärmt sich schnell auf. Und wenn das passiert, könnte der Nordpol und der Südpol schmelzen. Dann würden alle Tiere, Menschen und alles, was dort lebt, in Gefahr kommen. Das wäre noch für sie gut als auch für uns, weil wenn die Mengen von Eis schmelzen würde, könnte der Wasserspiegel steigen. Das würde bedeuten, dass es Überflutungen geben könnte. Was wir machen könnten, um das alles zu verhindern? Ganz einfach. Man sollte nicht viel mit dem Auto fahren, sondern man sollte ab und zu mal mit dem Fahrrad hin oder mit dem Zug. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, um das Schlimmste zu verhindern.